kloppen. Die Dinger sind brutal, was die da rausschießen. Das ist schon damage-spielmäßig extrem. Oh Mist, ich bin hier in irgendeinem komischen Ebenbereich gekommen. So, komm. Du warst da raus da. Dieses Ätz-Zeug, habt ihr das gesehen? Das Ätz der Feuer. Ja, das ist jetzt gerade ungefährlich. Drecksteile. Oder ist es, weil ich da in der Soße drin laufe? Nö. Das ist dieses säuremäßige grüne Zeug, das mir die Butze rockt. Und wenn ich sag, dass mir die Butze rockt, dann meint es. In dieser Höhle ist ein Bild. Ach, das ist das andere Ding, wie praktisch. Ich kann es spüren. Alles klar, Chefgeistmeister. Da weiß ich ja Bescheid. Du hast die guten Kleister. Während der Magier Clankriege beschworen, die Wistscherei zum Schutz ihrer Anwesen gigantische Dämonen. Nachdem sie jahrelang in der Wüste umher patrouillierten, wurde die Haut der Dämonen hart wie Stein und Dreck verkrostet. Am Ende überdauerte es ihren Meister. Heute verraten nur noch die leuchtenden Dämonen auf ihren Schädeln ihren wahren Ursprung. Ich brauche mehr Zeit. Ja, ja, da laufen wir und klopfen drauf, was das Zeug hält. Oh nein, oh nein, oh nein! That was close, son. Was ist denn das? Ah, der Wache ist gerade, der wird gerade. Noch nicht erreicht. Oh, der Kiss ist so close, son. Können wir mehr von dem finden? Schön alle tot und viel Gold, so gefällt mir das hoch. Yeah! Wow, krass Show, krass Show. Krass, krass. Oh, yo, Alter, yo, man. Chill, Bro. Okay. Ach ja, die mit der Mühle muss es sein. Weiter geht's, oh yeah. Das geht noch nicht. Das geht noch nicht. Okay, Krasche, du musst der Chef. Du sagst uns, wann's geht. Wir sind die Bayern Nord. Jump, jump, Chris, Chris. Noch nicht bereit. Was willst du denn da? Was? Wer bist du denn? Kannst du sagen? Massaker Elfmonster gekrispert. Und die Knusprigkeit geht direkt weiter. Und die Zerstörungsfreudigkeit wohl auch. So haben wir es doch, ja? Raus ist der Kurze. Ich habe schon Tierfriedhöfe gesehen.
Das hier ist anders. Ja, sehe das prinzipiell genauso wie du gerade schon. Eine Oase von unvergleichlicher Schönheit war. Eine große magische Schlacht hat das Wasser aus der Erde gesogen und jedes Tier im Umkreis von vielen Meilen getötet. Ich brauche mehr Zeit. Ja, das ist irgendwie nicht so ein angenehmes Gebiet hier. Noch nicht bereit. Wow, Gold. I'm greedy, man. Bei allem, was heilig ist. Seht ihr den Feind da drüben? Nicht genug Mut. Gut. Wird abgeschnoddert. Ja. Oh. Ja, dann lande doch mal, Junge. Boah, das war blöd zum Landen, der Typ. Nicht zu viel, du. Braucht mehr Zeit. Auf den kriegst du doch, oder? Noch nicht bereit. Boom. So. Ja. Da fliegst du und fliegst du und fliegst du weg. Ich glaube, du bist. Was ist das? Genau. Wir sind auf ein. Das geht noch nicht. Aber irgendwie kommen die Biester nicht runter. Die warten wohl auf den richtigen Moment. Alle absplattern. Not so toll. So, Junge, chill dich mal. Wir haben alles unter Kontrolle. Meine Mutter hat mich davor gewarnt, auf eine Armee beizutreten. Ich nur auf sie gehört. Im Morgengrauen senden sie die Infanterie gegen die Mistjahai aus. Ich weiß nicht, wie wir das überleben sein. Vielleicht werden wir es nicht. Ist hier so schön. Würden Sie nicht bemerken, dass ich fehle, wenn ich mich in den Bäumen verstecke? Turbulenzen. Geht doch gut. Ich habe keine Zeit für eure Ausflüchte. Haldeum steht kurz vor einem Aufstand. Und der Feind ist kurz davor, die Archive von Sol von Kull zu erreichen. Schlachtet ihn ab! Bringt mir den Kopf des wahnsinnigen Zauberers und den schwarzen Seelenstein. Oder ich werde euch alle in unvorstellbare Qualen stellen. Wo ist zum Geier? Der Felswurm ist womöglich die widerlichste Kreatur, welche die Welt je durch ihre Anwesenheit verfestet hat. Bar jeglicher Merkmale. Außer seiner massiven Kiefer, lässt sich der Felswurm als riesiger Invertebrat klassifizieren. Ich brauche mir das Zeit. Nur allzu gern genauer studieren. Aber seine Angewohnheit, sich zu vergraben, macht es ausgesprochen schwer, ihn zu verfolgen.
This shit is scary. Pretty awesome. Wann geht der Shit hier hart vor zu schreien? Oh, mein Kollege ist, das Licht in dir wird stärker, da freue ich mich immer. Da freue ich mich aber extrem, ja, da freue ich mich aber extrem. Was hat dieser Barast noch über die Schlacht gesagt, die dieses Land verwüstet hat? Nicht viel. Wir, die Zakarum, wollten Chaldeum zu einer Stadt der Gnade und Erlösung machen. Aber wir haben die Kaiser noch nicht von den uralten Gesetzen des Exils abbringen können. Gefangene, die des Verrats überführt worden sind, werden noch immer in die trostlosen Sande geschickt, um mit nichts als den Kleidern, die sie am Leib tragen, zu sterben. Artek. So, dann wird's mal langsam Zeit für ein frisches Knuff-Knuddel-Breakfast and Dinnerpäuschen. Denn ein Barbar hat viele Muskeln, viele Kräfte, viele Power. Das heißt, er verbraucht auch viel, hat schnell Hunger und isst vor allem not wenig. Not wenig. Was wiederum heißt, ihr müsst etwas gnädig mit mir sein und mir verzeihen, dass ich gleich mal eine Pause mache. Bei allem, was heilig ist, seht ihr den Feind da drüben? Und Crasho-mäßig was zu verzichten. Und zwar, was zu essen. Aber wie ihr mich kennt, wird es dann schon bald weitergehen mit Apple Try. Und Crasho den verdammt knusprigen Superbaba. Was mein Gefühl ist der Tour. Naja, fast. Was ist denn das hier? Was kann das? Ah, ist das, glaube ich, besser. Ach, ich kann dem auch neue Waffen geben. Ich hatte ja keine Ahnung. Das sagt man mir erst jetzt. Also beziehungsweise kann der sowas hier nehmen? Glaub nicht, oder? Der Orden untersagt mir die Nutzung. Ich mag diesen Ort nicht. Es gibt keinen Dämonen oder Geist. Das kann er so überall, wo das nicht tot ist. Ja, okay, dann werden wir mal für den meinen Templar-Tute bei Gelegenheit ein knuspriges einkaufen, damit der auch mal mehr rauspowert. Ich hatte ja keine Ahnung, aber ihr wisst, ich meine, ihr seht, ich bin irgendwo in der Mitte von Akt 2 und ja, also ich bin doch recht Lumbi-mäßig, aber es macht Spaß und es ist schön anzuschauen. Und ich hoffe, euch macht es auch Spaß zuzuschauen und das zählt. Und auch Kleinvieh macht Mist. Also jetzt habe ich wieder was gelernt, was ich bald in die Tat umsetzen werde. Und dann werde ich wahrscheinlich nice to have-mäßig etwas
knicknack, knusprig, mäßiger, stärker. Und dann geht's ab und zwar sowas von for free mäßig. Weg mit dem Dreck. Ich bin überlastet. Obwohl. Ah ja, okay, so schlecht scheint es gar nicht zu sein. Ich kann es zumindest irgendwo einfügen und so, so. Dann, oh, da kommen noch ein paar, die alle ins Presspad. Und das kriegen sie auch. Wundervoll. Und wie gesagt, wenn ich wieder in der Stadt bin, werde ich erstmal neues Equipment für meinen Kollegen kaufen und vielleicht auch für mich, wenn ich das im Angebot habe. Ist ja immer so die Frage. Chill, Bro, du weißt du nicht, wie du dich anlegst, Bro. So, dann gehen wir jetzt mal hier rein, der Hoffnung, es kommt ein Speicherpunkt. Es kommt ein Speicherpunkt. Während der hier schon wieder am Knacken ist. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Wir sehen uns demnächst bei einer weiteren Folge JZock Diablo 3 mit Crasho, dem Imba Bimba Barbaren. Also bis dann, macht's gut. Tschüss, euer Chicky Chicky Chick von JZock.de. Ciao.